Hardshot. Während Safari vorne sehr stark reingehen kann, kann dann Kaki von hinten den Charger charten. Aber jetzt gerade scheint gerade noch das Team von Bieber Campo Oberhand zu gewinnen. Bieber Campo auch gerade offstage am Edge Garden, verfehlt den Edge Guard, aber Kaki kommt erstmal noch zurück. Safari, Entschuldigung. Und ja, da wird der Charger jetzt wieder gestartet, aber da ist der erste Stock tatsächlich weg von Safari auch schon. Sehr cleanes Play von Inkling und Kirby. Ich bin noch ein bisschen gerade bei den Namen. Kaki. Ach, okay. Kaki und Bieber Campo spielen zusammen, Safari wissen und Shin spielen zusammen. Das heißt, ich habe mich gerade versprochen und Bieber Campo ist der Inkling und Kaki der Kirby. Genau. Aber auch schon wieder etwas eben in den Stocks. Bieber Campo hat auch ebenfalls seinen ersten Stock verloren. Und ohne Shin mit der schönen Api. Da kommt die kleine Team-Pombo. Und Kaki tatsächlich auch raus. Also jetzt gerade. Das blaue Team mit Onishin auf dem dritten Stock gerade noch weiter vorne. Dash Attack wird hier. Boah. Schönes Edge Guarding gerade von Kaki. Und die Downbeam macht es tatsächlich off the top, aber dabei stirbt Kaki leider selber. Sehr knapp. Jetzt gerade auch Onishin mit dem ersten verlorenen Stock. Somit ist es immer noch 4-3. Mit einem Stock mehr für das blaue Team. Die Chargers ist von hinten, die werden auch nicht wirklich contested. Also sie gehen jetzt gerade 2 gegen 1 gegen Safari. Aber alleine so lassen sie ohnehin so ein bisschen so selber fahren. Und das ist gefährlich. Aber vor allen Dingen bei einem Charakter wie Samus. Aber da kommt der Down-Smash. Der Down-Smash von Kaki. Dash-Attack wird gehittet. Aber killt noch nicht. Wir kommen bei 137%. Muss langsam raus. Damit der Lead auch wirklich noch aufbehalten wird, weil jetzt gerade sind die Stocks wieder eben. Ja, ein bisschen verfehltes Teamplay von Safari hittet Onishin mit der Dashtag und der Forward eben. Boah, da kam der Reflektor von Safari gegen Bieber Campo, sehr schöne Awareness. Auch gerade Kaki am letzten Stock und bei 150% kann auch kein Stock dann von Bieber Campo mehr nehmen. Und da landet tatsächlich Onishin den Charge Shot. Das sieht gerade sehr, sehr gut für Blau aus. Jetzt wird der Jab natürlich, ja, wird nicht mal durchgeführt, weil er weiß, wenn er den Jab ganz durchführt, wird er danach gepunished werden. Das ist halt das Schlimme an Doubles, vor allem wenn du jetzt alleine bist. Kein Teammate mehr, der dich dann saven kann. Er abtält und ja, das sieht so ziemlich over aus, aber vielleicht macht Bieber Campo ja das Comeback seines Lebens. Das wär's, aber Safari gerade sehr clean. Ja, da kommen auch die Inkling-Kombos raus. Aber es reicht halt wahrscheinlich nicht. Vor allem, da auch noch Onishin 2 Stocks hat. Das ist schon. Muss er es eigentlich ins 1v1 kriegen? Er muss eigentlich jetzt Onishin kriegen? Ja, oh, beide gerollert. Aber der Forward Smash macht es halt noch nicht. Nicht mal bei 141%. Oh, der Upsmash verfehlt. Bieber Campo hält sich gerade noch gut, aber da kommt der Charge Shot. Ich weiß nicht mehr, wie der rausgekommen ist tatsächlich. Bieber Campo versucht alles, aber jetzt auf Stage. Ja, und da kommt die Forward Air und das macht es auch. Das ist Game One für die Safari-Wisselin und Onishin. Und ja, da hat man halt wirklich gesehen, so von Anfang an, so eigentlich diesen einen Stock abgewiesen. Und dann gab es am Ende das 2v1 und da hatte Bieber Campo einfach keine Chance mehr allein. Jetzt bin ich sehr gespannt, was für Adjustments es geben wird. Es bleibt auf jeden Fall bei Pokémon Same. Ich meine, bei Doubles wird jetzt auch nicht zu sehr auf die Stage Bands natürlich beachtet. Aber ich glaube, die Charakter werden halt auch dieselben bleiben. So. Ich weiß, größtenteils alles Solo-Mains. Und deswegen gehen wir quasi mit dem Runback einfach rein und sie versuchen es einfach besser zu spielen. Eben wurde halt wirklich Onishin sehr, sehr viel Platz gelassen, alleine. Bin ich jetzt gespannt, ob das geändert wird. Kommt direkt der Charge Shot natürlich wieder. Oh, da grabt Kaki seinen eigenen Teammate. Das kann auch passieren. Aber auch das blaue Team mit ein wenig Safe-Damage. Jetzt gerade hitten sich einfach alle gegenseitig, egal in welchem Team sie sind. Up air out of field. Die Up-Air macht es noch nicht von Pit. Dark Pit.
ich weiß nicht, wie der Grab von Samus gerade gemisst hat, aber Kirby anscheinend zu klein. Und da kommt tatsächlich die Neutral Air. Jetzt mal das rote Team mit einem Stock ab und jetzt kann das schon wieder ganz anders aussehen. Aber der Spike, da hat Kaki etwas zu linear recovered. Ja, und ich mache das auch zurück. Avoided da alles mit der Down-B. Pits Down-B echt gut, nicht nur als Reflektor, sondern auch einfach als Get-Off-Move. Wird der Forward-Smash gelandet, aber zu wenig Prozent auch von der Safari-Risserin. Bibai Campo und Onishin beide noch auf 3 Stocks. Jetzt gerade so ein bisschen am Ledge-Trappen, verfehlt oder shieldet den Charge-Shot. Auch von rechts kommt Kaki da mit der Dash-Attack rein, aber die killt auch noch nicht. Oh, es ist gerade sehr, sehr even. 2 mit 2 Stocks, 3 mit 3 Stocks. Oh, die Abwehr von Safari trifft nicht, aber der Forward Smash gegen Bibai Campo gibt einen kurzzeitigen Stocklead, aber der Forward Smash ist sehr lange gecharged sogar. Also so lange zu chargen ist riskant, aber es hat funktioniert. Und ich hat nicht schnell genug ausgematcht. Oh, die Abwehr-Kombos, nein, landet nur eine. Bibai Campo landet irgendwie den Grab in der Mitte von allem Leben. Oh, da wird der Down-Smash genannt. Jetzt die Edge-Guarding-Gelegenheit mit der Down-Air, Kaki. Up-Smash killt aber auch nicht. Und ich schiebe immer noch auf den zweiten Stock. Kriegt jetzt den Grab. Auf der anderen Seite Edge-Guarding mit Bibai Campo und Safari. Ah, aber mit dem Charge-Shots wird Safari dann ein bisschen vom Teamkollegen unterstützt. Aber da stirbt tatsächlich Kaki. Und dann ist es wieder ein kleiner Stock-Lead für Team Blau. Aber sind beide bei über 100% Bibai Campo nur bei 19%. Aber wie bei Campo gerade auf Stage, kommt auch nicht rechtzeitig gegen ihn ran, kommt sehr einfach wieder auf die Stage tatsächlich. Oh, jetzt wie bei Campo, jetzt gerade von Dark. Dark wird ja auch ein sehr guter Charakter dafür. Oh, die Side B! Ich glaube, das war eine Extended Hitbox durch Shield, aber Kaki mit dem Grab. Onishin hat aber wieder als einziger 2 Stocks, wie auch im letzten Match. Ist echt wirklich hier so der Stock-Tank. Guter Down-Smash, gute Up-Air. Onishin gerade richtig, richtig stark. Und da killt tatsächlich die Down-B. Krass, das hätte ich nicht erwartet. Und Kaki überlebt das auch tatsächlich. Also jetzt diesmal alle auf ihrem Stock. Kaki grabt da wieder den eigenen Teammate. Ah, die Nerv verfehlt wie bei Campo. Der Touch-Shot, er macht es tatsächlich. Und jetzt ist das 1v1 von Kaki. Nicht wie bei Campo letztes Mal. Aber auch wieder bei über 100%. Und da trifft die Side wie in der Luft. Sehr, 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 sehr close. Aber das ist das 2-0. Und das Sieg für die Safari-Wissen und Onishin, sehr, sehr starkes Play, vor allen Dingen mit der Star Wars, die dann die Stocks getankt hat.